Die Top 10 Ursachen für Mikroplastik war für mich sehr überraschend. Hallo ihr Lieben, ich hoffe bei euch ist alles im grünen Bereich. Aus aktuellem Anlass wollte ich ein Video machen zu einem Umweltthema, was uns alle etwas angeht, nämlich zu Plastik. Momentan findet ja in Nairobi der UN-Umweltgipfel statt, wo über ein Abkommen gegen Plastikmüll beraten wird. Und deshalb wollte ich noch einmal einen Aspekt dieses Themas aufgreifen, der besonders in der Kosmetik viel diskutiert ist, nämlich Mikroplastik. Ich beschäftige mich ja schon länger mit einem gesunden Lebensstil und vor allem auch unbedenklichen Inhaltsstoffen in Produkten. Das Thema Müll und Plastik ist allerdings für mich noch ein neueres Thema, womit ich mich erst seit circa einem Jahr auseinandersetze. Das war nicht unwesentlich inspiriert von einem Kontakt, den ich auf der Vivaness in Nürnberg letztes Jahr gemacht hatte. Dort habe ich nämlich die Autorin des Blogs Wastes End kennengelernt. Sie lebt Zero Waste und berichtet darüber. Was sie berichtet, ist wirklich inspirierend. Ich persönlich bin davon so meilenweit entfernt. Und ich weiß nicht, ob ich selbst überhaupt irgendwann an diesen Punkt kommen werde. Was sie berichtet, finde ich aber super inspirierend und ich bewundere sie für ihre Disziplin. Also wenn euch dieses Thema interessiert, verlinke ich euch einmal den Blog unten in der Infobox. Jedenfalls will ich gerne mit euch zusammen noch einmal genauer ansehen und in einfacher Sprache erklären, woher kommt die Mikroplastik und warum ist dieses Thema so wichtig. Letzten Sommer kam eine Studie des Fraunhofer Instituts heraus, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Einen Link zu dieser Studie findet ihr auch in der Infobox unter dem Video. Die Studie unterteilt Mikroplastik grob in zwei Typen, nämlich primäres Mikroplastik und sekundäres Mikroplastik. Primäres Mikroplastik wird wiederum in die Typen A und B unterteilt. Typ A entsteht bei der Herstellung eines Produktes und ist zum Beispiel in Kosmetik zu finden, in Strahlmittel, beim 3D-Druck oder Kunststoffpellets. Typ B entsteht bei der Nutzung von Stoffen und Produkten. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Faserabrieb bei der Textilwäsche, Abrieb von Reifen oder die Verwitterung von Farben. Sekundäres Mikroplastik entsteht durch Makroplastik, was durch Verwitterung oder Fragmentierung in der Umwelt immer kleiner wird. Das ist zum Beispiel, wenn Plastikmüll illegal in der Umwelt entsorgt wird oder durch Littering, also einfach seinen Müll wegwerfen. Wenn dadurch größerer Plastikmüll in die Umwelt gelangt, wird diese Plastik durch die Umwelteinflüsse nach und nach zerstört, also aufgebrochen, und dadurch kann wiederum Mikroplastik entstehen. Die Freisetzung von Mikroplastik, also dass Mikroplastik in die Umwelt gelangt, kann entweder absichtlich oder unabsichtlich sein. Bei primärer Mikroplastik Typ A, zum Beispiel in Kosmetik durch Reibkörper, ist es sogar eine absichtliche Freisetzung, weil hier das Produkt so konzipiert ist, dass durch dessen Gebrauch die kleinen Plastikteilchen über das Abwasser in die Umwelt gelangen können. Eine unabsichtliche Freisetzung von primärer Mikroplastik Typ A wäre beispielsweise durch Unfälle, wenn zum Beispiel in einem Industriebetrieb Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Bei primärer Mikroplastik Typ B ist die Emission, also die Freisetzung der Mikroplastik in die Umwelt, ungewollt. Das passiert durch die Nutzung, ist aber nicht der eigentliche Zweck des Produktes. Und bei der Entstehung von sekundärer Mikroplastik aus Makroplastik, da ist die Freisetzung zumindest in Kauf genommen, wenn man einfach achtlos seinen Müll wegschmeißt. Laut der Studie ist die Verantwortung für die primäre Mikroplastik bei den Herstellern zu suchen und für die sekundäre Mikroplastik beim Endverbraucher, also bei uns Konsumenten oder auch beim Staat, der Recycling-Systeme schaffen muss und Anreize schaffen muss, dass man seinen Müll nicht in der Umwelt entsorgt. Das kann man also unter Mikroplastik verstehen. Aber woher kommt denn jetzt die meiste Mikroplastik? Bevor ich diese Studie gelesen hatte, war mir vor allen Dingen Mikroplastik aus Kosmetik ein Begriff. Aber auch Plastikfasern, Mikroplastik, die beim Waschen von synthetischen Textilien freigesetzt wird. Darüber hatte ich in einem kurzen Gastbeitrag auf dem Blog von The Girl in the Ocean gesprochen. Auch diesen Blog verlinke ich euch in der Infobox unten. Das Ergebnis der Studie war für mich sehr überraschend. Die Top 10 Ursachen für Mikroplastik laut dieser Studie sind nämlich der Abrieb von Reifen, Emissionen bei der Abfallentsorgung, Abrieb von Teilen im Asphalt, Pelletverluste, Verwehungen von Sport- und Spielplätzen, Freisetzung auf Baustellen, Abrieb von Schuhsohlen, Kunststoffverpackungen, Fahrbahnmarkierungen
und der Faserabrieb bei der Textilwäsche. Mikroplastik aus Kosmetik hingegen kommt erst an Stelle 17 in der Studie. Die meisten Ursachen von Mikroplastik sind Abrieb, also eine ungewollte Freisetzung der Mikroplastik in die Umwelt. Das heißt also, mit dem Verbot von Mikroplastik in Kosmetik oder Reinigungsmitteln löst man also nur einen kleineren Teil des Problems. Es muss mehr getan werden, denn das ist so ein wichtiges Thema. Aber warum ist das jetzt so schlimm? Es ist schlimm, weil wir haben keine Ahnung, wohin das alles führt. Momentan kann man Mikroplastik nur nachweisen. In Lebensmitteln, in menschlichem Stuhl, was es mit unserem Körper allerdings macht, dafür gibt es noch keine konkreten Studien. Es könnte also sein, dass wir eines Tages aufwachen und realisieren, dass wir ein massives Problem haben. Ähnlich wie beim Klimawandel. Was, wenn es in unseren Körpern zum Beispiel Anreicherungseffekte gibt, wenn sich immer mehr Mikroplastik in unserem Körper, in unseren Organen, Geweben einlagert? Bei Muscheln gibt es zum Beispiel Hinweise, dass Mikroplastik das Immunsystem, die Fruchtbarkeit und die Sterberate beeinflusst. Außerdem hört das Problem nicht bei den kleinen Plastikteilchen auf, sondern in der Plastik sind Zusatzstoffe, Füllstoffe, Stichwort Weichmacher, Phthalate, Bisphenol, und von solchen Stoffen wissen wir, dass sie schädlich sind. Sie können Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder hormonelle Veränderungen auslösen. Wenn Plastik in die Umwelt gelangt und immer weiter zerkleinert wird, gelangen auch diese gefährlichen Stoffe in die Umwelt. Solange dies im Raum steht, bin ich der Meinung, ist es unverantwortlich, einfach so weiterzumachen und weiter Plastik in die Umwelt einzubringen. Noch dazu, da die Abbauzeiten von Plastik in der Umwelt bislang komplett unklar sind. Die Studie hat zum Beispiel hochgerechnet, dass es schlimmstenfalls Abbauzeiten von bis zu 2000 Jahren geben könnte. 2000 Jahre. Denkt mal drüber nach. Wir hinterlassen das nicht nur unseren Kindern und Enkeln, sondern womöglich vielen, vielen, vielen weiteren Generationen. Bereits jetzt ist Mikroplastik überall. Im Meer, in Böden, in vielen Lebensmitteln konnte Mikroplastik nachgewiesen werden. Muscheln, Fisch, Honig, Bier, Salz, im Trinkwasser. Die österreichische Studie von Oktober 2018 hat, wie gesagt, Mikroplastik in unserem Stuhl, in unserem Verdauungssystem nachgewiesen. Deshalb bin ich der Meinung, dieses Thema ist so wichtig und muss diskutiert und angepackt werden. Und dazu möchte ich mit diesem Video anstoßen. Mich würde interessieren, was ihr persönlich macht, um Umweltverschmutzung durch Plastik zu vermeiden. Und oder habt ihr vielleicht Vorschläge, was man zum Beispiel auf politischer Ebene machen könnte? Das EU-Parlament hat letztes Jahr für ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetik bis 2020 gestimmt. Was meint ihr? Geht das weit genug? Welche Maßnahmen in anderen Bereichen haltet ihr für sinnvoll und notwendig? Mehr Recycling, Konsumverzicht, Steuern, Verbote oder Selbstverpflichtungen der Industrie, positive Anreize. Konsumentenverantwortung ist die eine Sache. Für mich als Verbraucher ist es einfach, durch verantwortungsvolles Handeln Plastikmüll nicht in die Umwelt einzubringen und dadurch Makroplastik, aus der Mikroplastik entsteht, zu vermeiden. Ich bin jedoch auch der Meinung, dass wir als Verbraucher auch ein Mitspracherecht bei der Händlerverantwortung haben. Solange hier noch ein weiter Weg zu gehen ist, sei es, dass Hersteller Produkte herstellen, die absichtlich Mikroplastik in die Umwelt einbringen, oder dass ein großer Bedarf an Innovationen besteht, müssen und können wir Verbraucher auch hier versuchen, mit unseren Kaufentscheidungen Einfluss zu nehmen. Im Englischen gibt es den Slogan "You vote with your dollar". Solange wir Geld für Produkte ausgeben, die unsere Umwelt mit Plastik verschmutzen, werden die Hersteller diese Produkte herstellen. Deshalb, wenn man die Möglichkeit hat, sich für ein Produkt oder eine Lösung zu entscheiden, die keine Plastik in die Umwelt einbringt, sollte man dies zumindest in Erwägung ziehen. Nun ist es in vielen Lebensbereichen sehr schwierig für den einzelnen Verbraucher, diese Entscheidung zu treffen. Aber zum Beispiel, ihr erinnert euch an die Studie, ein Punkt war die Verwitterung von Farben. Wer also ein eigenes Haus hat, selbst entscheiden kann, welche Farbe an der Hauswand verwendet wird, hat die Möglichkeit, hier Einfluss zu nehmen. Wenn ihr euer Haus streicht, schaut euch an, welche Farbe ihr da an die Wand klatscht, welche Inhaltsstoffe diese Farbe hat. Diese Macht, mit unserer Produktwahl zu entscheiden, haben wir. Und ich möchte an euch appellieren, davon Gebrauch zu machen. What goes around, comes around, sagt man so schön. Das bedeutet so viel wie, was man sät, das wird man ernten. Es bringt also nichts, auf unsere Ernährung zu achten, nur Bio-Lebensmittel zu essen, nur Kosmetik mit unbedenklichen Inhaltsstoffen zu verwenden, wenn wir uns dann wieder über Mikroplastik und die darin enthaltenen Zusatzstoffe, Weichmacher,
in unseren Lebensmitteln und unserem Trinkwasser vergiften. So, da habe ich ja noch einmal wieder schön den Bogen zur Kosmetik hinbekommen. Und es war unglaublich schwer, mich dieses Mal bei diesem Thema kurz zu fassen. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich es doch irgendwie geschafft habe. Wenn schon nicht für das Video an sich, habe ich mir doch zumindest dafür einen Daumen hoch verdient, nicht? In der Kürze liegt die Würze. Weil so viel mehr noch zu diesem Thema zu sagen ist, konnte ich in diesem Video längst nicht alles einbringen. Wenn ihr also gerne mehr von mir zu dem Thema in Form von weiteren Videos hören wollt, dann lasst mich das doch gerne in den Kommentaren unten wissen. Und damit ihr diese Videos dann nicht verpasst, könnt ihr meinen Kanal natürlich abonnieren und mit einem Klick auf die kleine Glocke werdet ihr dann jedes Mal informiert, wenn ein neues Video von mir online geht. Was? Das wird eine längere Sitzung. Nebengeräusche hier. Ja, wenn es jetzt hier kracht, können wir auch gleich aufhören. Nein! Es gibt Mikro. Bei Mikrotat zu. Wie sagt man das denn auf Deutsch? In place. Aber menschlicher Kack.